herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Quarkkornnudeln. Dazu benötigt ihr Quark, Salz, Eier, Mehl, Milch, Butter, Zucker, Vanillezucker und etwas Zitronenschale oder Zitronensaft. Zuerst rührt ihr aus Mehl, Eiern, etwas Salz und Quark den Teig an. Faded and subdued, I spend the day haunted by. In der Zwischenzeit gebt ihr in eine Auflaufform die zerlassene Butter, die Milch, den Vanillezucker, den Normalzucker und etwas Zitronensaft oder Zitronenschale. I remember you, fading out of you. Die Zutaten werden anschließend noch mit einer Gabel gleichmäßig vermengt. Der Teig ist dann gut miteinander vermengt und ihr könnt einzelne Nocken abstechen und diese in die Auflaufform geben. Die Auflaufform gebt ihr dann bei 200 Grad Umluft für 30 Minuten in den Backofen. Die Nocken müssen sofort serviert werden, da sie sonst nach und nach wieder in sich zusammenfallen. Zu Quarkkornnudeln passen hervorragend verschiedene Obstsorten. Wir haben es hier mit Sauerkirschen gegessen. Das hat sehr lecker geschmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bon Appetit und bis bald. Tschüss! Sheltered and safe.